Am Flughafen, am Zoll, 50 Menschen vor dir, wir zuhinterst, der Kleine erschreit, alle sind übernächtigt, alle sind müde. Und dann plötzlich, die Olle vorne am Zoll sagt, hey, komm nach vorne, wir gehen nach vorne. Bienvenido a Costa Rica, 1, 2, 3, 4. Warum sind wir so schnell dran gekommen? Der Kleine hat geweint. Dort, wo ich herkomme, dort sagt man, wenn das Gegenüber dir etwas erzählt, zustimmend, aha, freundlich, zustimmend, nickend, positiv. In Costa Rica sagt man, aha. Es ist 4:15, die Miri hat eine Panne, alle sind genervt, wissen nicht, wohin dass es geht zum Schlafen, die Sonne geht bald unter. Irgendein Fremder sagt, hey, geht an diese Tankstelle, dieser Mensch hilft dir, er flickt dir dein Velo. Dann kommt dieser Mensch und sagt, nein, das Velo wird nicht geflickt. Wir nehmen alle, die ganze Familie, packen das Velo auf das Auto, es hat keinen Veloträger, aber wir packen es trotzdem drauf. Die Karre ist 50 Jahre alt und fährt uns 30 Kilometer weiter an den Ort, wo wir übernachten können. Das, meine Freunde, ist Hilfsbereitschaft.